Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Im Gegensatz zu Final Cut Pro oder After Effects arbeitet Motion nicht primär mit Keyframes, sondern mit einer Aufnahmefunktion der aktuellen Bewegungen. Wo Sie diese Funktion finden und wie man diese bedient, erfahren Sie in diesem Film. Neben den Filtern, die ich anwenden kann, kann ich auch weitere Parameter für einen Clip anlegen. Zum Beispiel habe ich in den Informationen die Möglichkeit, innerhalb der Eigenschaft eine Skalierung durchzuführen. Das heißt, ich kann das Bild größer skalieren, ich kann das Bild kleiner skalieren, ich kann die Deckkraft verändern, ich kann auch einen Schattenwurf generieren oder das Element rotieren bzw. die Position verändern. Diese ganzen Parameter muss ich nicht zwangsläufig im Fenster Eigenschaften durchführen, sondern kann das Videomaterial auch direkt in der Vorschau greifen und es beispielsweise rotieren bzw. repositionieren oder skalieren. Während ich skaliere bzw. während ich rotiere und den Mittelpunkt bewege, tauchen immer sogenannte kleine Lineale auf. Damit weiß ich, ich befinde mich hier mit dem Element genau in der Mitte der vertikalen Achse. In diesem Fall würde ich mich auch in der horizontalen Achse mittig befinden. Das heißt, der Mittelpunkt für diesen Clip ist genau hier. Diese Lineare reagieren magnetisch, sodass es relativ leicht ist, ein Element wiederum in der Mitte anzulegen. In unserem Fall möchte ich hier die Rotation, die ich gerade angelegt habe, wieder negieren und auch die Skalierung wieder auf 100% zurücksetzen, weil ich in diesem Fall ein neues Element festlegen möchte. Dieses neue Element wäre beispielsweise ein Text. Hierfür klicke ich einfach in mein Textwerkzeug, schreibe damit direkt auf mein Video, nenne dieses Video Surfing Hawaii und kann jetzt natürlich diesen Text entsprechend verändern, indem ich mir hier die Schwebepalette auswähle. Über die Schwebepalette kann ich zum Beispiel die Größe beeinflussen, die Laufweite, den Zeilenabstand bei mehrzeiligem Text, die Ausrichtung und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Farbe. Auch hier wähle ich mir wieder ein knalliges Orange. Texte verhalten sich ebenso wie Grafiken bzw. Videos. Das heißt, ich kann einen Text innerhalb von Motion natürlich weiterhin nachbearbeiten. Das heißt, ich kann einen Filter darauf legen oder ich kann diesen Text animieren. Hierzu ist es notwendig, dass ich diesen kleinen Button, nämlich den Record-Button, betätige. Mit dem Record-Button zeichnet Motion automatisch jede Bewegung auf. Das heißt, ich klicke hier auf Aufnahme, positioniere meinen Text zunächst einmal außerhalb des Bildes, bewege den Playhead meiner Timeline auf einen neuen Frame, ziehe daraufhin mit gehaltener Shift-Taste den Text zur Mitte und kann hier schon erkennen, dass ein Bewegungspfad für mich angelegt wurde, indem ich die Aufzeichnung über den Record-Button wieder anhalte, habe ich meine erste kleine Animation durchgeführt. Ebenso kann ich natürlich auch Filter oder zusätzliche Verhalten bzw. Partikelsysteme aus der umfangreichen Bibliothek von Motion aufrufen und auf diesen Text Surfing Hawaii anlegen. Sie sehen übrigens hier im unteren Bereich in der Timeline, dass Surfing Hawaii ein Teil dieser Gruppe geworden ist, wo sich vorher auch das Videomaterial und das Audiomaterial drin befunden hat. Genauso habe ich hier auch noch meinen vorher angelegten Filter. Das heißt, ich kann diese Gruppe jetzt auch komplett animieren, beziehungsweise ich kann weitere Manipulationen auch direkt auf der Gruppe durchführen, was im Prinzip alle enthaltenen Elemente beeinflussen würde.